Servus zusammen und halt, stopp. Besser. Servus zusammen, Marcel hier, euer Streetfotograf und Videograf aus Leipzig. Und der gute Franz hat letztens zu diesem schönen kleinen Fujifilm 56mm Blende 1.2 mal ein Video gemacht. Link höre ich euch mal oben in die Beschreibung, beziehungsweise hier oben in die Ecke und unten in die Videobeschreibung. Und bei dem Video hatte Franz als Alternativen vorgeschlagen das Wildtrox 75mm Blende 1.2. Wo ich persönlich sage, Franz, ich glaube, ich habe da ein paar andere Alternativen. Und deswegen dachte ich mir, ich mache mal einen kleinen Vergleich zwischen Fujifilms 56mm Blende 1.2 und Sigmas 56mm Blende 1.4. Und weil ich es tatsächlich jetzt noch kurzzeitig ranbekommen habe, haue ich einfach mal noch Wildtrox 56mm Blende 1.4 mit dazu. Und da würde ich einfach mal sagen, wir gucken mal, wie sich die ganzen Objektive zusammen scharen. Ich hoffe, ihr versteht sich. Kommen wir erstmal zum Gehäuse von den drei Objektiven. Bei Fujifilm haben wir hier, glaube ich, noch das meiste von allen. Wir haben eine Wetterfestigkeit, also eine schöne Gummilippe am Bajonett, einen schicken Blendring mit schönen Klicks. Mal gucken, ob man es hören kann. Ich denke doch. Und noch einer schönen Automatikschaltung, aus der man nicht rauskommt, wenn man nicht diesen kleinen Schalter hier hinten bedient. Und ich glaube auch, okay, generell der Wechsel von Blendring zu Automatik und zurück geht nur über den kleinen Schalter. Sehr schön gelöst. Da kann es nämlich nicht so einfach passieren, dass man mal versehentlich die Position wechselt. Und ansonsten ein sehr schönes großes Frontglas und ein 67mm Filtergewinde, was ich ziemlich gut finde. Denn das ist, ich finde persönlich 67mm ist ein schöner Standard. Kommen wir mal zum Wildtrox. Auch hier ein schöner Blendenring verbaut. Der ist allerdings nicht mit Klicks und gleichzeitig haben wir einen etwas weichen Übergang von Blendenring zur Automatikposition. Ich meine, das ist schön zu haben, aber da kann es tatsächlich doch mal passieren, dass wir versehentlich von der Automatik auf die 16 schalten, obwohl man das nicht möchte. Filtergewinde ist in dem Falle 52mm. Gut, das Ding ist auch ein bisschen kompakter, seien wir ehrlich. Was allerdings fehlt, ist eine Gummilippe am Bajonett. Also Wetterfestigkeit, aufpassen. Was man aber stattdessen sieht, ist ein Micro-USB-Anschluss. Mittlerweile ist Wildtrox glücklicherweise auf USB-C umgestiegen, aber das 5614 ist ja, sagen wir mal, noch eins der ersten Generationen mit den bekannten Schwächen, aber auch zu denen komme ich gleich noch. Und jetzt kommen wir zum Sigma 56mm Blende 1.4. Das gute Stück ist eigentlich, sagen wir mal, ziemlich minimalistisch gehalten, denn wir haben weder irgendwelche Verstellmöglichkeiten, noch einen Blendenring, noch sonst sowas, nur einen schönen leicht gummierten Fokusring und eine Gummilippe am Bajonett. Also das Ding ist ordentlich wetterfest. Von daher, größentechnisch wie gesagt, das Fujifilm das größte von den dreien, dann das Wildtrox und dann das Sigma. Zweite wichtige Frage, wie ist denn der Autofokus? Und dazu habe ich ein kleines Video mal spaßhalber gemacht. Hier kann man sagen, das Wildtrox tut sich manchmal etwas schwer. Kann man aber mitarbeiten. Das Sigma wiederum kommt eigentlich ziemlich gut an das Fuji. Ich würde sagen, das Fujifilm ist minimal schneller, aber auch da sieht man, sag ich mal, so ein bisschen die Fokusschritte, möchte ich behaupten. Kann man aber mit beiden sehr gut arbeiten, also das nimmt sich tatsächlich nicht so viel. Die wichtigste Frage ist allerdings, wie ist denn die Bildqualität? Und da war ich tatsächlich erstaunt, denn gehen wir mal von der Offenblende aus und der Mitte, da hinkt das Wildtrox bei Offenblende noch ein bisschen hinterher. Das Sigma kommt schon sehr gut dran, allerdings das Fujifilm ist zumindest bei Offenblende, was den Mikrokontrast tatsächlich angeht, an vorderster Position. Also da würde ich sagen, offenblendig in der Mitte, Fujifilm definitiv an erster Stelle, knapp dahinter das Sigma und dann kommt das Wildtrox. Können aber beide schon ganz okay mithalten. Wobei natürlich der Unterschied ist, wir reden bei Fujifilm von Blende 1.2 und bei den anderen beiden von Blende 1.4. Möchte man mal nicht unterschätzen. Gehen wir auf Blende 2 und 2.8 sieht das Ganze tatsächlich schon anders aus. Denn da kommt das Wildtrox nochmal ein Stück ran. Wildtrox braucht allerdings mindestens eine Blende 2.8. Aber das Sigma ist schon bei Blende 2, wie ich finde, auf einem Punkt wie das Fujifilm. Und das will was heißen. Denn, na gut, preislich komme ich da nochmal drauf. Und ich denke mal, ab Blende 2.8 und drüber sieht es alles wirklich ziemlich gleich aus. Also da braucht man nichts groß weiter noch abblenden, um in der Mitte wirklich eine super Schärfe hinzubekommen. Und dafür, dass das Sigma so klein ist, Hut ab,
In den Ecken sieht es ein bisschen anders aus, muss ich tatsächlich sagen. Also zunächst erstmal das Wildtrox. Ich sage es, wie es ist. Bei Blende 8 haben wir eine angenehme Schärfe in der, an den Ecken. Aber alles drunter, vergesst es. Ganz ehrlich, da stinkt es ab. Also wenn ihr das für Porträts nehmt, offenblendig bis Blende 2 und 2.8, okay. Aber bitte erwartet nicht, dass ihr hier eine richtig geile Schärfe in den Ecken rausbekommt unterhalb von Blende 8. Aber das ist auch schwierig, weil in den meisten Fällen ist ab Blende 8 dann auch gerne schon mal die Beugungsunschärfe drin. Und dann wird es schon wieder unscharf. Also ich würde es einfach mal ganz grob sagen, beim Wildtrox 5, 6 bis Blende 9, so da kann man in den Ecken ein bisschen was erwarten. Aber an sich, vergesst die Ecken. Beim Sigma wiederum haben wir bei Offenblende, geht noch ein bisschen was. Also hier würde ich sagen, blendet wenigstens auf eine 2.8 bis eine Blende 4 ab, um die Ecken wirklich scharf hinzubekommen. Da weiß man zumindest, was man beim Fujifilm hat. Die Ecken sind bei dem richtig gut. Und zwar fast schon von Offenblende an. Ich würde hier auch sagen, so eine Blende 2, da hat man die beste Schärfe, aber auch schon bei Blende 1.2 kann sich das Ding wirklich sehen lassen. Also da sieht man wirklich, was man zahlt. Aber wie gesagt, ab Blende 2.8 kann auch das Sigma wirklich sehr gut mithalten, auch in den Ecken. Also ganz ehrlich, das kleine Ding hier nicht unterschätzen. Die wichtigste Frage überhaupt, wie ist denn der Preis? Und da scheiden sich die Geister, sag ich jetzt mal. Fangen wir mal beim günstigsten da dran, das Wildtrox. Und ich sag mal, die Schwächen, die es hat, die kann man ein wenig nachvollziehen, wenn man guckt, für welchen Preis man das gute Stück bekommt. Je nachdem, wo ihr guckt, sind wir bei einem Neupreis von 299 Euro. Ist okay, wenn man anfangen möchte. Das Schöne ist aber, man kriegt das gute Stück schon gebraucht bei, ich sag jetzt mal, 150 bis 200 Euro. Und teilweise auch als B-Ware. Ich habe es letztens für den E-Mount zum Beispiel, für Sonys E-Mount, als B-Ware gesehen gehabt. Ich weiß nicht mehr, in welchem Shop. Da war es bei 180 Euro. Und ganz ehrlich, wenn man nur offenblendig oder sagen wir so bis Blende 2.8 und halt nur Porträts schießt, wo die Ecken egal sind, dann ist das okay. Also für unter, ich sag jetzt mal 250 Euro, ist okay. Kommen wir zu Sigma 56mm Blende 1.4. Hier haben wir einen Neupreis von rund 470 Euro, je nachdem wo ihr guckt und je nachdem was es gerade an Angeboten gibt. Aber ich sag mal, gebraucht kriegt man das auch schon für, ich sag jetzt mal 350 bis 450 Euro irgendwo dazwischen. Muss man natürlich gucken, ob das einem, ich sag mal, den Verlust von der Garantie wert ist. Aber für den Preis kriegt man schon ein wirklich sehr gutes 56mm mit Blende 1.4. Minimale Schwächen an den Ecken, aber ansonsten wirklich Taco. Autofokus passt, es ist wetterfest, es hat halt keinen Blendenring. Und seien wir ehrlich, das könnte einige Fuji-User stören. Mich persönlich stört es nicht, ganz ehrlich. Ich packe mir das an meine XE4 und stelle die Blende halt über das kleine Rädchen ein. Und ganz ehrlich, das bin ich als Sony-User gewohnt und mich stört das nicht. Aber gut, ich kann es halt verstehen, viele sind halt die Blendenringe von den Fujifilm-Objektiven gewohnt und die wollen darauf nicht verzichten. Kann ich verstehen, aber wenn man darauf verzichten kann, hat man hier ein richtig geiles Objektiv. Deswegen nicht unterschätzen. Und zum Fujifilm 56 1.2, das Ding liefert ab. Da kann ich gar nicht drum herum meckern, sag ich mal. Also das Einzige, was halt ist, es ist halt ein bisschen teurer als der Rest. Aktuell mit Cashback habe ich gesehen, 100 Euro weg, ist man immer noch bei um die 1000 Euro, die man für das gute Stück zahlt. Und ja, Qualität hat nun mal ihren Preis. Es ist wetterfest, wir haben einen geilen Blendenring, also der ist wirklich schön. Und Bildqualität ist halt wirklich top, da kann man nicht meckern. Also hier wisst ihr wirklich, was ihr fürs Geld bekommt. Von daher, Franz, gute Wahl. Deswegen hau ich mal einfach mal ins Rennen. Wer ein bisschen Geld sparen möchte und vor allem auch Größe sparen möchte, der sollte zum Sigma meines Erachtens nach greifen. Und wer wirklich kompromisslose Schärfe haben möchte und einen Blendenring, der greift zum Fujifilm 56 1.2. Das Wildtrox ist, wenn man halt wirklich, ich sag jetzt mal, ein bisschen aufs Geld achten muss, ist es eine okay Wahl. Aber wenn man ein paar Euro mehr ausgeben kann, würde ich definitiv eher zum Sigma greifen. Ja gut, und den Preisunterschied 56 1.2 gegen Wildtrox 1.4, das ist einfach mal fast das Fünffache, Dreifache bis Fünffache. Huiuiui. Das ist preislich doch schon mal ein Unterschied. Von daher haut ihr gerne mal in die Kommentare, welches von den drei Objektiven euch gefallen würde, welches ihr vielleicht schon habt und wie eure Erfahrungen sind. Und ansonsten geht raus, probiert euch aus und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Also bis dahin, ciao.